Willkommen bei Finance TV. Kaum war das Fenster für Börsenemissionen geöffnet, da ist es schon wieder zu. Nur ein Unternehmen widersetzt sich dem Trend. Die KTG Energie strebt derzeit an die Börse. Bei mir ist der CEO des Unternehmens, Dr. Thomas Berger. Herr Dr. Berger, was macht Sie so sicher, dass Ihre Börsenpläne funktionieren werden? Wir haben ein gut planbares Geschäftsmodell, haben das gezeigt, dass es gesetzlich gesichert ist, auch für die Zukunft. Und somit fühlen wir uns gewappnet für den Börsengang, auch mit unserem erfolgreichen Team. Können Sie uns bitte ein paar technische Angaben geben? Wie groß wird das Emissionsvolumen sein? Wie wird die Preisspanne liegen? Den Preis haben wir bei 13,80 Euro festgelegt. Und somit haben wir ein Emissionsvolumen von knapp über 37 Millionen Euro. Wie viel Prozent Ihrer Gewinne wollen Sie ausschütten an Dividende? Wir wollen den Großteil unserer Erlöse ausschütten. So ist es auch mit der KTG Agrar AG in deren Interesse besprochen. Und wir rechnen damit, dass wir hier von den Erlösen über 40-70% ausschütten können. Alles schon platziert, alles schon unter Dach und Fach. Wie groß ist die Aufregung noch? Die Aufregung ist immer groß, weil man nicht weiß, wie es schlussendlich ausgeht. Wir sind guter Dinge, haben viele Vorgespräche geführt, haben guter Dinge Anker-Investoren gefunden, die uns auch in diesem Thema begleiten und unterstützen. Und deswegen sind wir sehr zuversichtlich, was unsere nächsten Schritte betrifft. Wie verändert sich die Marktkapitalisierung von Ihrer Mutter, KTG Agrar, durch den Carve-out? Gut, das wird im Wesentlichen der Markt entscheiden, nachdem er passiert ist. Für die KTG Energie AG ist das ja sekundär. Ich gehe aber davon aus, dass sich das positiv entwickelt. Wofür möchten Sie den Emissionserlös verwenden? Wir werden den Emissionserlös schwerpunktmäßig verwenden für unser Wachstum. So ist es auch geplant und das ist auch der Grund, warum wir diesen Schritt gehen. Stellen Sie uns doch bitte Ihre Wachstumspläne dar. Wohin soll es gehen? Also im letzten Jahr haben Sie einen Umsatz erzielt von rund 22 Millionen Euro bei einer 20-prozentigen EBIT-Marge ungefähr. In welche Richtung soll es gehen? Wir trauen uns gut zu, dass wir diesen Umsatz verdoppeln, wollen auch sehen, dass wir margenmäßig uns beibehalten oder auch nochmal steigern können und sehen hier eben jetzt unser konjunkturunabhängiges Geschäftsmodell und gut planbares Geschäftsmodell, dass wir das auch über die Jahre hinweg durchziehen können. Und da fühlen wir uns gut gewappnet, dass wir diese Ziele auch erreichen. Für wann ist diese Verdopplung eingeplant? Wir konnten es fast schaffen, uns von 2010 auf 2011 zu verdoppeln und wollen jetzt zusehen, dass wir diese Leistung, die wir geschafft haben, in den nächsten 2 Jahren nochmal abbilden können. Wird für dieses Wachstum schon ein Teil der Emissionserlöse verwendet werden oder ist das dann immer noch Backup quasi für die weiteres zukünftiges Wachstum? Genau, nein, das Wachstum, das uns jetzt und dann in den nächsten 2 Jahren bevorsteht, dafür sollen auch die Emissionserlöse verwendet werden, um dieses Wachstum jetzt schon und später noch zu finanzieren. Die Emissionserlöse werden sicher zum Teil auch der Verbesserung der Bilanzkennzahlen dienen. Also Sie haben zuletzt keine sehr starke Eigenkapitalquote gehabt mit knapp 7%. Wir wollen auf jeden Fall die Eigenkapitalquote stärken. Das ist auch ein Grund, warum wir diesen Schritt machen. Es gilt natürlich in unserem besonderen Geschäftsmodell zu beachten, dass wir in der Regel Finanzierungen haben mit Laufzeiten von 10 Jahren und demgegenüber stehen garantierte Vergütungen von 20 Jahren, sodass wir hier die Frage, wie bedienen wir unsere Kredite, auch anders beleuchten können, weil wir es relativ planbar und gut visibel für die nächsten Jahre abbilden können, wie wir die Rückzahlung über unsere Erlöse garantieren können. Da sprechen Sie schon einen entscheidenden Punkt Ihres Geschäftsmodells an. Also das ist ja gerade die Abhängigkeit auch von Subventionen, die zugesagt sind im Zusammenhang der Energiewende. Für wie stabil halten Sie da die politischen Rahmenbedingungen? Erstens bin ich der Meinung, dass wir in dem Zusammenhang gefördert sind und nicht abhängig, da wir aktuell vergütet werden unterhalb der privaten Haushalte, was die für ihren Strom bezahlen. Zweitens ist es für mich entscheidend, welche Möglichkeiten haben wir, wie können wir uns am Markt zukünftig etablieren, Spitzenzeiten abzudecken und hier noch mehr Erlös zu generieren. Und drittens meine ich, wenn wir in Deutschland diese Frage stellen, ich halte das für eines der sichersten und stabilsten Länder der Welt, dann muss ich viele andere Geschäftsmodelle fünffach hinterfragen. Somit bin ich in dem Moment sehr zufrieden mit dem Geschäftsumfeld, das wir haben, vor allem mit den politischen Rahmenbedingungen. Sie bleiben auch nach dem Börsengang mit Ihrer Mutter KTG Agrar ganz eng verwoben. 55% wird die KTG Agrar weiterhin an der KTG Energie halten. Und auch im Netzwerk bleiben Sie ganz stark verbunden. Die Biogasanlagen werden weitgehend auf Land der KTG Agrar untergebracht. Wo sehen Sie da Chancen und Risiken?
Ich sehe dabei im Wesentlichen Chancen. Also wir bringen es nicht auf Land der KTG Agrar unter, sondern auf eigenen Flächen. Wir kaufen die Grundstücke, wo die Biogasanlagen draufstehen. Das ist eine Symbiose. Wir haben die Möglichkeit, der KTG Agrar in Standorten zu folgen, die sie bereits bestellt hat sozusagen. Damit meine ich nicht die Felder, sondern die Standorte, in denen sie schon erschlossen hat, landwirtschaftliche Güter. Dort können wir uns salopp gesprochen ausbreiten und haben dann eben diese Fortsetzung der Symbiose, indem wir Rohstoffe von der KTG Agrar beziehen, aber eben auch die Agrar die Möglichkeit und Chance hat, hier einen Abnehmer zu haben, der das ganze Jahr Cashflows sichern kann durch sein Geschäftsmodell und etwas andere Parameter in Bezug der Substrate hat, wie zum Beispiel die Lebensmittelindustrie, mit dem wir auch nicht im Wettbewerb stehen. Wir konzentrieren uns auf Gras und Stroh und sind damit auf einen Zweitfruchtansatz gepolt, der uns separiert von der Lebensmittelindustrie. Somit hat die KTG zwei gute und hochpotente Abnehmer, nämlich einerseits die Energieproduktion für ihre Zweitfrüchte und die Lebensmittelproduktion für ihre Erstfrüchte. Mhm. Eine Symbiose, die sich also auch fortsetzen für beide Unternehmen ein erfolgreiches Geschäftsmodell ist. Herr Dr. Berger, wir kommen zum Ende des Gesprächs. Am Ende möchte ich auch Ihnen die, wie üblich, die drei geschlossenen Fragen von Finance TV vorstellen. Mit der Bitte um eine kurze Antwort. Ist Ihr Geschäft eigentlich abhängig vom Netzausbau? Unser Geschäft ist Gott sei Dank nicht abhängig vom Netzausbau, weil wir im Wesentlichen das, was wir einspeisen, eine Wende haben zur Gasproduktion, Biomethanproduktion und da das Gasnetz ausreichend ausgebaut ist. Sehen Sie sich als Witwen- und Waisenpapier, das langfristig sehr hohe Dividendenrenditen zahlen soll? Wir sehen uns als sehr attraktives Dividendenpapier, das aber gerade in einem Segment sich bewegt, welches super spannend ist, sehr attraktiv ist und zukunftsweisend. Können Sie ein Scheiternsrisiko des Börsengangs ausschließen? Ich bin Vorstand von Energieunternehmen und kein Banker. Ich gehe davon aus, dass wir gut gewappnet sind und erfolgreich sein werden, sonst würden wir es nicht tun. Vielen Dank, Herr Dr. Berger, für diese klaren Aussagen. Wir werden gespannt verfolgen, wie es tatsächlich ausgeht. Verehrte Zuschauer, seien Sie auch morgen wieder dabei, dann haben wir das nächste Kapitalmarktthema für Sie. Einen schönen Tag.